Herzlich willkommen zur Pressekonferenz dieses vorletzten Heimspiels des MSV 63 Luckenwalde gegen den Greifswalder FC. Ich begrüße neben mir den Trainer unserer Gäste, Lars Fuchs, zu meiner Rechten Michael Braune. Wir haben, wie Sie mir sicherlich recht geben werden, ein aus Luckenwalder Sicht phänomenales Spiel gesehen, was zur Halbzeitpause sicherlich nicht den Anschein gab, dass wir so mit einem 6:2 Sieg vom Platz gehen werden. Die Emotionen dürften unterschiedlich gelagert sein bei unseren Gästen, bei uns zu Hause. Lars, du hast die Aufgabe, uns jetzt deine Sicht der Dinge zu schildern. Bitte, stell dich dran. Also ich habe die schwere Aufgabe. Ja, schwere Aufgabe. Ich erstmal Glückwunsch zum Sieg und am Ende mit der zweiten Halbzeit auch natürlich auch in der Höhe. Vielleicht nicht ganz verdient, aber auf jeden Fall verdient. Ich glaube, wir haben, wie schon gesagt, gerade zwei unterschiedliche Halbzeiten gesehen. Die erste war von unserer Seite echt gut. Wir sind gut reingekommen. Ich glaube, beide Seiten hatten zwei hundertprozentige Torchancen, die nicht reingehen. Und danach, denke ich, hatten wir bis zum 2:1 die komplette Kontrolle. Wir gehen 2:0 in Führung, wir waren gut drin, wir haben nicht zugelassen, wir wussten ja, was Luckenwalde gut macht. Das hat man, glaube ich, auch in der zweiten Halbzeit dann gesehen. Darauf waren wir erste Halbzeit komplett vorbereitet und auch gut. Und in der zweiten Halbzeit haben wir komplett den Faden verloren und dann war es auch schwer, einfach nochmal Zugriff auf die Mannschaft zu bekommen, um nochmal was zu verändern. Wir haben alles versucht. Trotzdem kann man sich nach dem 6:2 einfach nur bei den Mitgereisten auf Greifswald entschuldigen, weil am Ende habe ich so unten schon gesagt, der Verein bleibt immer und die Leute bleiben immer. Es gibt immer wieder Leute, die dann nicht mehr vielleicht da sind. Dann kann man sich die fahren 4 Stunden her, 5 Stunden her, um den Verein zu unterstützen. Und wir bieten so eine zweite Halbzeit. Und das habe ich meinen Jungs auch ganz klar gesagt. Und wir sind in der Bringschuld, das nächste Woche dann besser zu machen. Und euch in Luckenwalde Glückwunsch und Klassenerhalt jetzt komplett rechnerisch. Ja, ich habe nur lobende Worte für euch, weil ich habe jetzt mehrere Spiele gesehen und ich denke, ihr hättet auch ein paar Punkte deutlich mehr haben können. Einfach stark, was ihr macht mit dem Weg und viel Glück euch für die letzten zwei Spiele und dann auch für die neue Saison. Vielen Dank. Lars, schönen Dank für deine sicherlich zutreffenden Worte. Micha, auch von meiner Seite herzlichen Glückwunsch zum Klassenerhalt. Der ist ja nur rechnerisch wirklich sauber. Aber wie hast du das Spiel gesehen? Ja, erstmal hallo Lars, danke für deine lobenden Worte. Die gebe ich gleich mal dann weiter an meine Mannschaft. Ja, zum Spiel hast du viel richtig gesagt. Ich finde, Greifswald hatte den besseren Start im Spiel. Gar nicht mal so, dass das Fußball irgendwie die bessere Klinge war, sondern einfach von den grundlegenden Sachen, Zweikampfbereitschaft, ja, Sprinten, Durchsetzungsvermögen, da hatten wir Nachholbedarf. Da war Greifswald auf jeden Fall unzweit voraus. Die Tore waren dann auch nicht großartig rausgespielt, sondern waren von uns schön vorbereitet. Machen dann das 2:1, weil Simon Böllnack einen Rückpass gut hinterhergeht. Da wird er glücklich mal angeschossen. Den macht er in der Butendeich vernünftig rein. Und dann haben wir so ein bisschen das Momentum schon in der ersten Halbzeit so ein bisschen auf unserer Seite. Und in der Halbzeit ging es dann auch eigentlich nochmal darum, gar nicht jetzt über inhaltliche Sachen zu sprechen, sondern eher so um die grundlegenden Sachen beim Fußballspielen, die man braucht. Und wollten halt super aus der zweiten Halbzeit kommen. Ich glaube, dann nach 10 Minuten haben wir das Spiel dann gedreht. Und ja, dann ist. Läuft halt mal ein Spiel auch mal so, da muss man jetzt auch nicht so viel reininterpretieren. Ich glaube, wir haben dann viele Chancen rausgespielt, haben im Endeffekt 6 Tore gemacht. Ist auch nur ein Sieg, also wir müssen jetzt aufpassen, dass wir jetzt da nicht zu viel draus machen. Schöner Abend für meine Jungs, für mich auch, auf jeden Fall für den Verein. Aber jetzt heißt es einfach mal die Sachen ordentlich einordnen, weil es gab natürlich schon Phasen, die nicht ganz so doll waren. Und die sind für den Trainer mal interessanter, als die, wenn man jetzt, wenn alles funktioniert. Von daher wünsche ich euch alles Gute, Lars, dir und deiner Mannschaft. Und hoffen, dass wir uns im nächsten Jahr wiedersehen. Danke. Micha, schönen Dank für deine wohltuende sachliche Analyse. Gibt es Fragen hier aus der Runde? Wie erwartet ist das nicht der Fall. Unseren Gästen wünsche ich eine gute Heimfahrt. Ihr habt noch ein Stück Weg vor euch. Wir gehen fest davon aus, dass ihr euer Klassenerhalt in der nächsten Woche klar macht. Und hoffen, uns in alter Frische im nächsten Jahr wieder bei uns in Luckenwalde und bei euch in Greifswald zu sehen. Alles Gute bis dahin, euch allen einen schönen Sonntag und tschüss.